Ja, Digga, noch ein Handy, Alter. Da links, die Corvette. Die Corvette ging hier eine geile Straße rein. Ey, da kommt ein Sheriff. Horizont, er wird die Straße gegangen. Nicht hier. Oh mein Gott, Horizont, halt hier da oben. Ja, hallo Hörnchen. Das ist so ein amerikanisches Hörnchen. Hä, hey, stellt sich tot. Guck mal. Krass, es stellt sich wirklich tot, oder? Ich glaube, das will schlafen. Oh, 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 Schmidt hat Gefahr. Oh, oh. Oh, du bist so ein süßes Hörnchen. Was machst du? Oh mein Gott. Oh, ein Kokosnusshörnchen. Da ist es. Oh mein Gott. Tut mir leid, Hörnchen. Wir wollten dir keine Angst einjagen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Okay, Leute. Der heutige Plan des Tages ist, keinen Plan zu haben. Ich habe hier einen Spiegel als Ausrede dafür, dass wenn ich mit meinem neuen Bike unterwegs bin, ich kann euch ja auch mal kurz sagen, ich habe eine XC, eine XC 500. Und wenn ich mit diesem Bike angehalten werde, dann brauche ich nämlich eine Ausrede. Ich habe mein Kennzeichen verloren, mein Spiegel ist abgegangen. Ansonsten ist das Bike legal. Es wird hoffentlich keine Probleme geben. Was ist das denn? So ein Model. Denkt dran, am 21.02. öffnet der Buff Usual Shop, da gibt es diesen schönen Zipper wieder. Einmal kurz eine schöne, schnelle Drehung. Mhm, ja genau, okay. Außerdem gibt es noch den Wheelie Lessons Hoodie, das ist der Print vorne. Drehen Sie sich einmal in Slow Motion um, denn es kommt auf diesen, nee, warten Sie kurz, auf diesen Rückenprint an. Wheelie Lessons, call me, I'm professional. Diesen Hoodie wird es auch geben am 21.02. Geht jetzt auf die Instagram-Page von Above Usual und aktiviert den Countdown in der Story. Ich warte jetzt kurz ein paar Sekunden, dass ihr das jetzt macht. Geht jetzt in die Beschreibung hier unten. Macht das. Lass mir ihn warum durch. Warum fährt nicht an, Alter? Ey, lass ihn doch mal durch. I am friendly. In Deutschland geht man auch über die Ampel. Ja, wo gibt's hier eine Ampel auf dieser Straße, Joy? Ja. Max selber, oder? Hey, da war doch eine Ampel. Bist du blind oder? Also entweder du blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Halt, stopp! Wo ist hier eine Ampel, hä? Moritz, wo ist der über die Straße gegangen? Nicht hier! Thank wenn ich you über die for Straße your service. Gehe, dann warte ich, bis die Autos weg sind. Schwätz mal, Keu, Scheiß, merk ich selber, oder? Du merkst selber, dass du Scheiße schwätzt. Du schwätzt. Also wenn Eichhörnchen sprechen könnte, dann würde sich das genauso anhören, wie wenn Joy ausrastet. Du bist ein Eichhörnchen, wenn du ein Tier wärst. Moritz, wo ist der über die Straße gegangen? Take a look at my bro. She's the only bro I got. Da 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 da. Was machst du denn hier? Ja, was macht ihr? Hä? Ich dachte, wir fahren vor, oder nicht, oder keine Ahnung. Ja, dachte ich auch. Nee, das ist illegal hier, das weißt du. Willst du trotzdem machen? Hallo? Polizei, ein Eichhörnchen filtert durch den Straßenverkehr. Och Mann, Maurice. Hey, du sagst, ich bin ein Erdmännchen, bist abgefuckt, wenn ich sage, du bist ein Eichhörnchen. Das ist was anderes. Was? Hey. Oh, einfach triggert. Eichhörnchen, voll das Kompliment ein. Ja. Richtig süß. Was? Eichhörnchen ist ein Kompliment. Stell dir mal vor, ich sag, wenn du ausrastest, hörst du dich an wie ein Seeotter oder eine Möwe. Ja, ja, Maurice, wir haben es verstanden, reicht jetzt. Komm, trau dich, komm hier hin, los. Ich hab Angst vor wütenden Hörnchen. Hier. Okay, ich komme, okay? Ja, komm. Aber bitte benutzt keine Spezialattacke. Was ist denn dir los? Das war meine Erdmännchen-Attacke. Okay. McDrive? Joy, du musst sagen: Hello, I'm Angry Squirrel. I want a Shamrock Aerial Flip-Flop. Und dann zahle ich dir den. Über Maurice, du musst sagen, hallo, ich bin fürs und ich danke. I don't want anything actually. No, okay. But if I make a wheelie for you, can I get a fries for free? No. Oh, das ist rot, das ist rot, das ist rot. Ich dachte, wir fahren noch rüber, du kannst jetzt nicht einfach bremsen, Alter, was ist denn jetzt los? Wie geil sah das denn aus? Sie hat direkt die Kamera rausgeholt. Komm mal links, hier, sie will filmen, guck, sie hat das Handy gezückt. Ja. Jetzt hau den Handy raus. Let's go. Ja. Ja, Digga, noch ein Handy, Alter. Gefährlich und illegal. So beschreibt David Boss selbst seine Videos. Gefährlich und illegal ist allerdings auch sein Auftreten für die deutsche Justiz. Ey, guck mal bitte. Sieht man das? Wirklich? Sieht man das? Eine Reportage von Matthias Kuhn und Gundula Gause. Wer schneller ist du, okay? Das war 1, 2, 3, go! Ja, los! Digga, die XD ist einfach schneller als die Kamera, what the fuck? Wo ist El Minion? Ja, hallo! Doch, ich kann das so sehen. Ja.
Synchronsprecherin für Animes werden. Sandy, Digga. Hallo Sandy. SpongeBob, ich bin Sandy aus Bikini Bottom. Hallo SpongeBob. Hä? Hallo SpongeBob, ich bin Sandy aus Bikini Bottom. Sigi, meinst du, mit meinem Ding hier kannst du auch einen Wheelie machen? Safe. Ja. Hier, mach mal mit dem Ding Wheelie. Okay. Ich fahr neben dir her, das muss ich aufnehmen. Was ist das, eine Kawa? Ja, 400. Alles ist dann. Es geht voll gut. Willst du XC fahren? Also ja, aber eigentlich nicht. Ich habe Angst wegen der Polizei. Ja, okay. Aber nur kurz. Aha. Junge Sören pullt hier einfach die illegalen Wheelies. Komm mal her. Das sieht schon geil aus auf so einem Dirtbike mit den Palmen. Das sind schon so weit. Alter, richtig gut. Und der ist da. Wirklich? Ja? Machen wir jetzt ein Drag Race? Ja. Ich wette, ich ziehe euch ab. Gewonnen! Robert? Ja. Nein. Oh. Einfach Handy am Steuer. Krank, das sieht so geil aus. Jetzt, ja. Was? Der macht das Verdeck aus. Sieht so geil aus. Mach mal ein Wheelie, Maurice, komm. Guck mal, die Kids, die fühlen das voll. Alter, Junge, das Ding ist so laut. Guck mal, wie die wippen. Junge, einfach alle fühlen es komplett. Hier ist Party angesagt in Miami. Junge, ich habe in Deutschland habe ich in meinem Leben noch nie so viele Menschen im Stau glücklich gesehen. Ja, jetzt ist doch perfekt. Let's go! Oh Mann! Du fühlst total! Have a good time, bro! See you, bye bye! No joke, das hat mir so den Tag versüßt, oder? Wirklich? Wunderbar! Also, wie also, geil ist das mit Baby? Mit euch! Geil! Oh nein! Komm, ja. Aha. Das ist der Bro-Move. Guck mal hier, Sprungschanze. Ja. Alter. Da links, die Corvette. Die Corvette mit gegen illegale Straßenrennen. Jetzt vergessen wir, dass wir in GTA sind. Das ist die Polizei. Da verkauft wieder irgendjemand Blümchen. Maurice, da kannst du mal deinem Bro ein Blümchen holen. Wie wär's denn damit? Ich will Blumen. Ja, du hast schon genug von TikTok. Danke für die Rose. Oh, Rose. Hör, hier ist einfach ein V, Digga. Wo kommt der denn her? Einfach ein V. Ja, da kommt ein Sheriff. Oh ja. Oh oh, der kommt sogar hier drauf. Warum, haben die nicht Angst, dass sie so umkippen? Okay. Chillt mal kurz, bis ihr, bevor ihr mal Kennzeichen aufdeckt, was nicht vorhanden ist. Let's go. Uns. Let's go. So auffällig. Das war perfekt gemacht, es war nicht auffällig. Junge. Da wird, was, der lehnt sich so nach vorne. Da wird weiter geflitzt. Ja, guck dir das an, Alter, der gibt Vollgas. Oh, wie bremst der jetzt? Der bremst mit nach hinten lehnen. Damit kann man nicht richtig bremsen. Jetzt ist mein Kennzeichen total exposed. Boah, Maurice! Aber der kommt nicht. Ja, der weiß, glaube ich, dass ich abhauen würde. Würdest du auch? Hä, niemals. Ich würde natürlich anhalten. Boah. So geil hiermit, das juckt nicht. Das Fahrwerk ist so butterweich. Ja, bei mir auch. Ja, guck, Achtung, butterweich. Alter! Das sah aus, als wäre dir ein Wirbel gebrochen gerade. Das war eher so. Ja. Ja. Er freut sich safe über den Wheelie. Komm mal mit, Maurice. Komm mit. Mach mal einen Wheelie. Guck, er will einen sehen. Mach mal einen. So, let's go. Schnell. Ja, komm. Let's go. Ja, Mann. Ja, der hat sich gefreut. Der so, wow. Ich liebe Amerika, Digga. Ich liebe die Leute hier. Warum können die nicht in Deutschland so? Ja.